Heute in der Sendung die Omas gegen Rechts, wie sich die AktivistInnen den QuerdenkerInnen entgegenstellen. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser Spezialausgabe von 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Seit einigen Monaten verabreden Sie sich wöchentlich. Sogenannte QuerdenkerInnen rufen auch in Hannover zu vermeintlichen Spaziergängen auf, um ihrem Ärger gegen die Corona-Politik Luft zu machen. Diese Walks to Freedom, wie Sie sie gelegentlich nennen, gleichen oft einem Katz-und-Maus-Spiel zwischen TeilnehmerInnen und Polizei. Nicht selten mischen sich Verschwörungsmythen oder rechtes Gedankengut unter die Parolen. Wie reagieren auf einen solchen Protest? Diskutieren? Ignorieren? Widersprechen, sagen die Omas gegen Rechts. Omas gegen Rechts, das ist eine Gruppe, die sich gegen Rechtsextremismus und für den Erhalt der Demokratie einsetzt. Auf dem Kröpke stellen sie sich jede Woche den QuerdenkerInnen entgegen. Ich habe sie auf eine ihrer Kundgebungen begleitet. 7, 8, 9, 10, 11 Omas. 11 Omas. Ja, hallo. Tina. Hol mir wieder kalte Füße. Ja, ich heute auch. Ich habe heute auch nicht meine dicksten Arme. Ich habe auch nicht die ganz dicke Jacke an. Ich wollte heute schwarz gehen wegen Ukraine, ne? Ja. So. Aber die ist gar nicht warm genug. Ja, das, ja. Ende Februar in Hannovers Innenstadt. Es ist ein klarer, aber kühler Winterabend. Die 7-Tage-Inzidenz in der Region liegt bei 1380,1. Auf dem Kröpke bereitet eine Gruppe von etwa 30 Menschen gerade eine Kundgebung vor. Sie nennen sich Omas gegen Rechts. Jeden Montagabend im Februar und März protestieren sie für Solidarität in der Pandemie und gegen Verschwörungsmythen. Für ihre Kundgebung haben sie bewusst genau die Zeit gewählt, zu der sich QuerdenkerInnen zu vermeintlichen Spaziergängen treffen. Die Gegenveranstaltungen der Omas hat Uta Sänger angemeldet. Ihr geht es darum, sich nicht den Platz nehmen zu lassen. Das ist ja das Herz von Hannover. Und jeder Tourist, der hier entlang geht, denkt, oh, in Hannover gibt es aber viele Querdenker. Hier ist ja gar niemand einverstanden mit den Corona-Maßnahmen. Und das kann ja so nicht sein. Nachdem wir gesehen haben, da wird nichts dagegen getan, haben wir kurzerhand beschlossen, dem ein Ende zu setzen. Und ich habe den ganzen Februar und März alle Montage bei der Polizei angemeldet. Sie wollen Widerspruch sichtbar machen und aufklären. Wie reagiert Uta, wenn eine Person aus der QuerdenkerInnen-Szene den Dialog sucht? Ich würde sie fragen, warum sie hier ist und dann auf ihre Antwort reagieren. Und wenn sie sagt, weil ich mit den Corona-Maßnahmen nicht einverstanden bin, dann würde ich sagen, ja, ich bin mit vielen Maßnahmen auch nicht einverstanden. Ich würde aber nicht mit Rechtsextremisten und Rechtsradikalen dann gemeinsam spazieren gehen, ob ihr das klar ist, dass sie das tut. Und dann würde ich abwarten, was sie dann sagt. Hast du manchmal Angst, körperlich angegangen zu werden oder bedroht zu werden? Ich glaube, Omas schubst man nicht so schnell. Und wenn, dann bin ich auch ganz schön kräftig. Von den Omas geht eine große Ruhe aus, trotz aller Ernsthaftigkeit. Trotz der Gefahr, die sie in den Spaziergängen sehen. Sie warnen vor rechten Gruppen, die sich die Treffen der SpaziergängerInnen zu eigen machen. Und wir können nicht zulassen, dass rechtes Gedankengut sich hier wieder breit macht. Und die Gegenwart und die Zukunft der jungen Generationen vergiftet. Wir fühlen Verantwortung für die jungen Menschen. In den Formen ihres Protests werden die Omas kreativ, unter anderem durch chorisches Sprechen. Wir sagen Nein! Die Kundgebung an diesem Montag bleibt bürgerlich. Dennoch, das Lied, das zurzeit am häufigsten auf den Veranstaltungen der Omas läuft, ist Alles von der Kunstfreiheit gedeckt, von Danger Dan. Die Anzahl der TeilnehmerInnen ist überschaubar, doch das macht den Omas nichts aus. In Zeiten der Pandemie stehe eine Oma stellvertretend für 30 andere. Unterstützung bekommen sie auch von jungen Menschen aus dem Bündnis Auf die Plätze. Dabei ist auch Lea Sankowske, die für die Linksfraktion im Stadtrat sitzt. Sie sieht in gemeinsamen Protesten eine Bereicherung, selbst wenn es abweichende Positionen gibt. Ich glaube, wir haben vorher deutlich mehr Repressalien abbekommen, als seitdem die Omas dabei sind. Ich glaube, niemand möchte medial erklären müssen, warum man Omas angreift. Ich glaube, dahingehend haben wir hier eigentlich keine Probleme. Also wir machen eigentlich immer sehr schöne Kundgebungen, wo wir halt zeigen wollen, dass ja, Hannover halt irgendwie viele Gesichter hat.
Ich meine, ich habe auch bei vielen Dissensen mit SPD und so, aber trotzdem können wir halt gemeinsam dafür stehen, dass Hannover vielfältig ist. Mit Imagine von John Lennon endet die Kundgebung nach gut einer Stunde. Zu diesem Zeitpunkt ist es 4 Tage her, dass der russische Präsident Wladimir Putin mit einem Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Die Omas haben auch dazu eine klare Haltung und geben dem Krieg während der Kundgebung Raum, unter anderem durch eine Schweigeminute. Wie geht es Uta jetzt, nach der Veranstaltung? Kalt. Ich bin ein bisschen erfroren, Hände sind erfroren. Nein, ich habe mich sehr gefreut, dass doch so viele Omas und auch junge Leute gekommen sind und dass sie Beiträge gehalten haben, dass es keine Störungen gab von der Basis oder von anderen Menschen, die sich getriggert fühlten. Ich habe auch den Eindruck, das waren weniger Leute oder einfach relativ wenig Leute, die vielleicht den SpaziergängerInnen zuzuordnen sind. Ja. Hast du den Eindruck, es sind weniger geworden im Laufe der Woche? Es sind weniger geworden. Hier im Zentrum sind keine Querdenker und Spaziergänger mehr. Freut dich das? Das freut mich sehr, natürlich, deshalb sind wir da. Es ist ja eine Psychohygienemaßnahme, so ein bisschen hier das Zentrum freizuhalten. 2 Tage später. Die Omas gegen rechts treffen sich im Nachbarschaftstreff Café Allerlei, um die nächste Kundgebung vorzubereiten. Hier in Linden tauschen sie sich über die letzte Veranstaltung aus und klären organisatorische Eckpunkte für die nächste Woche. Kannst super. Du mich angeben und schickst mir, super. Das ich brauche. Dann, genau, die Polizei schickt dir das dann selber, ah, ja. Alles und wir können noch mal telefonieren. Ja, genau. Genau. Ja. Solche Treffen vor Ort sind während der Pandemie die Ausnahme. Viel läuft zurzeit online. Allein der Mailverteiler der Ortsgruppe zählt über 300 Mitglieder. Weitere Organisation ist in einer Facebook-Gruppe möglich. Die Pandemie habe neue Kommunikationswege eröffnet, den Austausch aber sehr erschwert. Vorher gab es immer diesen Anlaufpunkt, um sich persönlich kennenzulernen und mal zu erzählen, was für Möglichkeiten habt ihr denn hier. Und das ist ja alles weggefallen. Es hat einige Male eine Veranstaltung hier gegeben, aber viele sind nicht gekommen. Und man konnte das natürlich auch nicht vertiefen. Also Corona war schon eine starke Einschränkung, denke ich. Wer bei den Omas gegen rechts mitmachen will, braucht nicht zwangsläufig ein Enkelkind. Und auch Opas sind bei der Initiative sehr willkommen. Uta beschreibt die Gruppe als sehr heterogen. Da gibt es Frauen, die haben in ihrem ganzen Leben noch nie demonstriert und kaufen sich zum ersten Mal eine Trillerpfeife und finden das einen erhebenden Augenblick, wo sie laut werden können. Und da gibt es Frauen, die haben 68 schon demonstriert. Die waren politisch aktiv, parteipolitisch aktiv. Und wieder andere, die waren ein bisschen engagiert, aber noch nicht so mit anderen zusammen, weil sie weder in eine Organisation wollten noch in eine Partei, sondern einfach nur dem Unmut gemeinsam mit anderen eine Stimme geben. Was sie teilen? Die Erfahrungen der Nachkriegsgeneration. Viele von ihnen haben die Kriegstraumata ihrer Eltern miterlebt. Das dürfe sich nicht wiederholen. Also das merke ich auch jetzt noch mal an diesen Tagen. Was in mir auch noch mal aufwacht, was ich als Kind erlebt habe zur Zeit des Kalten Krieges, ne, die Ängste, das schleppen wir ja irgendwie mit. Und wir können uns nicht einfach gemütlich zurücklehnen und sagen, ach, wir sind jetzt Rentner und jetzt wollen wir es mal nett und gemütlich haben. Die Lage ist zu ernst und darum wollen wir für unsere Kinder und Enkelkinder und für eure Generation wollen wir was tun. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen, das geht nicht. Wenn ihre Enkelkinder fragen, was sie gegen rechte Strukturen unternommen haben, wollen die Omas gegen rechts eine Antwort geben können. Eine Oma warnt vor den Erfahrungen, die ihr Vater mit Nationalsozialisten gemacht hat. Dann haben die genommen, die haben tolle Sachen mit denen gemacht, die sind auf den Eid gegangen, die haben Segelfliegen gemacht und dann hat er gesagt, da habe ich doch keine Ahnung gehabt, dass die mich als Kriegspilot nachher haben wollten. Ne? Und er hat hinterher sich, wie soll ich sagen, Vorwürfe gemacht, aber er hat immer gesagt, ich habe das nicht gesehen. Ich hätte das vielleicht sehen sollen, aber ich war ja noch klein oder jung und ich fand das toll. Es ist beeindruckend, wie schnell sich das Gespräch von organisatorischer Absprache zum tiefgründigen Austausch wandelt. Die Omas blicken sehr reflektiert auf ihr eigenes Engagement.
Auch der emanzipatorischen Kraft, die die Gruppe mitbringt, sind sich die Mitglieder bewusst. Ja, das ist der Trick, oder der Kick an der Sache. Mhm. Dass man denkt, Omas, das sind welche, die auf dem Sofa sitzen und Strümpfe stricken und dann kommen wir um die Ecke. Ja, genau. Das Rollatorengeschwader. Genau. Ein Rollatorengeschwader, das will gut vorbereitet sein. Für die nächsten Kundgebungen bemalen die Omas Regenschirme, verstärken Plakate mit Pappe und bauen Griffe für lange Banner. Da kann man so ein, rechts und rechts. Oder nee, so. In der Mitte. Ja, doch. Na, sind wir uns einig. Sind wir uns einig? Ist es so? Ja, sehr ja, recht. Gut. So darfst du das machen, Oma. Ja, ganz freundlich von euch. So viel ehrenamtlicher Einsatz kostet viel Zeit. Guter Vergleich, die Engagement phasenweise mit einer unbezahlten Halbtagsstelle. Also es ist eine zeitliche Belastung natürlich, aber wenn ich es nicht machen würde, würde ich, glaube ich, implodieren. Nur immer Nachrichten gucken und mich hilflos fühlen. Es ist ganz wichtig, was dagegen zu setzen. Und dann ist die Zeit, die man dafür aufwendet, was sehr Sinnvolles. Ja. Gibt es aber Momente, in denen du sagst, jetzt würde ich aber eigentlich lieber gerne im Theater sein, gemütlichen Film gucken oder nicht auf der Straße sein? Naja, Theater ist ja sehr viel später als unsere Demos. Und während der Pandemie findet das sowieso nicht statt. Da bin ich überhaupt nicht in geschlossene Räume gegangen. Also insofern sind Demos das Einzige, was geht, was politisch geht. Und nein, das ist wirklich keine Frage der Überlegung, ja oder nein, sondern es muss gemacht werden. Also wenn man aus der Generation kommt, direkt nach dem Krieg, dann geht es gar nicht anders, als sich auch dagegen zu engagieren. Nationalismus, patriotistische, rechtsextremistische, rassistische Bewegungen, die kann man nicht laufen lassen, ohne später den Enkeln sagen zu können, wenn sie fragen, ja klar, ich habe es versucht. Alles, was ich konnte, habe ich dagegen gemacht. Das ist ja auch ein gutes Vorbild, zu zeigen, man kann etwas tun, wie wirkungsvoll auch immer es ist, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Mit ihren Kundgebungen am Kröpke werden die Omas gegen rechts vielleicht keine QuerdenkerInnen überzeugen. Aber sie zeigen, dass die Parolen der SpaziergängerInnen nicht unwidersprochen bleiben und geben diesem Widerspruch ein Gesicht, Woche für Woche. Warum es wichtig ist, sich QuerdenkerInnen entgegenzustellen und weshalb sich Protest auch im hohen Alter lohnt, darüber habe ich mit den Omas gegen rechts gesprochen. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder aus dieser 0511-Sendung. Morgen sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut.